Hallo zusammen, ich berichte euch von einem Fall, der sich im Alb-Donau-Kreis zuträgt. Und zwar gibt es da ein zweijähriges Mädchen, die Julia F. Die wurde vor ziemlich genau einem Jahr vom Jugendamt Alb-Donau-Kreis den Eltern weggenommen. Die Eltern sind beide Menschen mit Behinderung und es war für die Eltern schwer genug, sich vor Gericht gegen das Jugendamt zu wehren, gegen diese Maßnahme. Und das Amtsgericht Ulm hat am Mitte Juni hat es entschieden, dass die zweijährige Julia F. zurück zu ihren Eltern soll, und zwar zum 1.7.2019. Und bislang ist sie nicht zurück bei ihren Eltern. Das Jugendamt Alb-Donau-Kreis unternimmt nichts, um die zweijährige aus der Pflegefamilie herauszuholen und den Eltern zu geben. Und da scheint ein Gerichtsbeschluss nichts zu gelten. Ich hoffe ja, dass das Jugendamt Alb-Donau-Kreis nicht behindertenfeindlich ist, wobei ich es mir nicht anders vorstellen kann, wieso hier einem Gerichtsbeschluss nicht Folge geleistet wird. Und der Gerichtsbeschluss liegt mir vor. Und so wie ich den verstehe, war die Herausnahme der Zweijährigen ohnehin illegal. Warum wird sie dann jetzt nicht zurückgegeben an die Eltern? Ich verstehe es nicht. Ich finde es auch menschlich ganz schlecht, dass man mit den Schwachen in unserer Gesellschaft, nämlich mit Eltern, die eine Behinderung haben, so umgeht. Und ich habe dann noch andere Sachen gehört von Tipps, dass der Vater sich sterilisieren lassen soll, bis hin zu Unterstellungen, die keine Beweiskraft haben, und von Tricks, wie man den Eltern weiterhin die zweijährige Tochter vorenthält. Ich verstehe nicht, was da läuft. Ich halte euch auf dem Laufenden und rufe das Jugendamt Alb-Donau-Kreis hiermit auf, sich an den Gerichtsbeschluss zu halten und das Kind endlich den Eltern zurückzugeben, was das Jugendamt eigentlich schon längst am Stichtag 1.7. hätte machen sollen.